Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, wir sind ja nun schon in der Vorweihnachtszeit angekommen und es hat ja auch schon mein Highlight-Adventskalender begonnen. Und es ist richtig schön, sich so die Highlights vor Augen zu führen und diese Videos zu drehen. Es ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, gar keine Frage, aber es hat jetzt so viel Spaß gemacht, die bis jetzt entschiedenen Bücher herauszusuchen, nochmal drüber zu sprechen, ein bisschen drüber nachzudenken. Und ja, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß mit dem Adventskalender, wie ich ihn beim Erstellen sozusagen hatte. Ja, jetzt ist morgen tatsächlich auch schon der zweite Advent, zumindest wenn ihr jetzt das Video live sozusagen heute am Samstag oder Sonntag seht. Ich muss jetzt echt sagen, der November ist für mich sehr schnell vergangen. Ich muss das mal so ein bisschen reflektieren, woran das liegt, weil eigentlich bin ich niemand, die sagt, dass Zeit relativ schnell geht. Aber es war nach meinem Urlaub im Oktober ratzfatz irgendwie November, zack, jetzt schon Dezember und irgendwie war auch gleich der Winter da. Denn der ist am ersten Adventswochenende pünktlich gefühlt, wirklich gekommen und das nicht zu knapp. Mittlerweile, ja, taut's wieder und es regnet auch, was ich jetzt auch nicht viel schöner finde. Aber ja, ich bin einfach kein Wintermensch. Aber ich möchte nicht jammern, ich möchte nicht meckern. Ich kann es nämlich tatsächlich nicht ändern, außer ich würde auswandern. Und das steht irgendwo in meinen Zukunftsplänen auf jeden Fall drin. Da wollte ich aber gar nicht hin. Ja, die Bücherwoche in dieser Woche war auf jeden Fall ein bisschen besser als in der letzten Woche, wo ich ja zwei Bücher abgebrochen habe und eins nur so okay gefunden habe. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt 5 Bücher beendet. Davon war ja eins das halbe Buch, was ich letzte Woche schon angefangen habe. Und ein Buch habe ich tatsächlich auch wieder abgebrochen. Ich habe auch 2 Weihnachtsfilme geguckt, da werde ich ein bisschen was erzählen. Ich werde alle Bücher und die Zeitstempel unten in die Infobox packen. Schaut euch da gerne um, da findet ihr alle Infos. Und ja, wir starten jetzt einfach mal mit den Büchern. Begonnen hat die Woche mit dem Leseklubbuch Die Knochendiebin von Margaret Owen. Das Buch habe ich leider nach 2 oder im dritten Leseabschnitt abgebrochen. Dann habe ich gelesen Darm mit Charme von Julia Enders, ein Buch, das ich letztes Jahr, glaube ich, beim Wichteln bekommen habe und einfach so dachte, jetzt wird es mal Zeit, sich um den Darm zu kümmern, um das Sachbuch. Gehört habe ich Harry Potter und der Halbblutprinz von J.K. Rowling. Ich habe das ja in der letzten Woche schon angekündigt, dass bei lauter Ich breche Bücher ab, eigentlich jetzt nur noch Harry Potter blieb und da habe ich in dieser Woche den 6. Band gehört. Auch beendet, auch gehört habe ich Rule of Wolves von Leigh Bardugo. Das ist das halbe Buch, was ich ja zusammen mit der lieben Becky gehört habe. Das ist ja der zweite Teil der Nikolai-Dilogie. Und dann am Adventssonntag gelesen habe ich die Kurzgeschichte Hexfiles, verhexte Feiertage von Helen Harper. Das ist ja im Grunde der 4. Band, der weihnachtliche Band zur Hexfiles-Trilogie. Wir starten aber chronologisch mit Knochendiebin von Margaret Owen. Ist der Auftakt einer Dilogie, die 12 Kasten von Sabor, ist glaube ich so die Hauptüberschrift. Ich habe das 2-3 Mal auf BookTube gesehen und es wurde jetzt im Leseklub auch ausgewählt. Wir werden jetzt im Dezember kein Buch zusammenlesen, sondern erst im Januar, aber die Umfrage wird dann wieder ab Mitte Dezember sein. Leseklub immer unten in der Infobox. Ja, wir haben hier eine ganz neue Fantasy-Welt, die mit einer Landkarte beginnt, was ich immer sehr, sehr gut finde. Machte auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck, dass man sich ein bisschen zurechtfinden konnte. Wir sind hier in Sabor unterwegs, wo die Bewohner in 12 Kasten unterteilt werden. Jede davon hat eine besondere Begabung und sie sind nach Vögeln benannt. Das fand ich sehr kreativ, richtig, richtig toll. Die Krähen bilden hier eine Ausnahme und werden sehr, sehr verspottet, sie werden sehr belächelt, sie sind also eine sehr niedere Kaste. Doch sie haben den Vorteil, dass sie immun sind gegen die herrschende Sündenseuche und können hier den Toten nahe kommen. Sie können diese wegtransportieren, ohne sich eben selbst anzustecken. Sie finden dann mal bei einem Abtransport oder ja aus dem Königshaus, nehmen sie den Prinzen mit, der seinen Tod vorgetäuscht hat, der aber Schutz bei den Krähen sucht. Und ja, man findet dann rund um den Trupp, der von den Charakteren Stur und Paar so ein bisschen geführt werden. Das finden die nicht so richtig gut. Und ja, dann muss man wohl irgendwie die Welt retten. Ich weiß nicht, ich habe dann auf jeden Fall aufgehört zu lesen. Es war leider nicht mein Buch. Also ich habe mir bei dem ersten Abschnitt schon super schwer getan mit den Wörtern, mit den Namen, dass hier jemand Stur heißt, Wirk heißt, Paar heißt. Ich fand das irgendwie ein bisschen merkwürdig, dachte aber noch, naja, okay, es wird bestimmt eine Erklärung für diese Namen geben. Allerdings gab es dann zum Beispiel den Prinzen, der wiederum richtig schöne Namen hatte. Der Prinz hieß Jasimir
Und dann dachte ich mir, Mensch, die Autorin kann es ja doch. Sie kann schöne Namen sich ausdenken. Und ja, das hat mich wirklich so ein bisschen gestört. Man wird auch wirklich sehr reingeworfen. Es ist sehr verwirrend. Es sind viele Dinge, die einem gar nicht erklärt werden, die so selbstverständlich sind. Ich habe in dem Leseklub dann mitbekommen, dass definitiv schon mehr Erklärungen gefolgt sind. Was ich schon großartig fand, also das war wirklich gut gemacht, war das Magiesystem, was dahinter stand. Das hat mir gut gefallen. Ich fand auch das mit diesen Kasten sehr, sehr spannend. Aber es wurde einfach viel zu wenig erklärt. Also man hat so viel erwartet. Man wollte den Leser einfach so mit in diese Geschichte nehmen, ohne wahrscheinlich den Erklärbär zu spielen. Man wurde auch so vor vollendete Tatsachen gestellt. Das fand ich einfach zu schnell, zu viel und ich konnte da mich irgendwie nicht einfinden. Nicht nur die Namen waren ein bisschen merkwürdig bei den Charakteren, sondern auch sie waren für mich sehr klischeebehaftet. Also das war etwas, wo ich so 3-4 Mal die Augen gerollt habe und ich dachte, ach nee, ach, sind wir da nicht einfach eigentlich schon weiter? Ich mag starke Frauencharaktere, zum Beispiel wie Mia Kovere bei Nevernight. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, aber hier hat mich die Hauptfigur Stur, die war total genervt von allem, die hat alles gehasst und die war einfach nur negativ und das hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Ja, sie war stark, sie war tough, sie war selbstbewusst, aber die Komponenten, wie sie das gezeigt hat, die mochte ich tatsächlich nicht. Und es gab für mich persönlich einfach zu wenig Beschreibungen zu der Welt, zu den Kasten, zu den Orten, zu den Charakteren. Ich konnte mir keinen der Charaktere irgendwie bildlich vorstellen. Es gab keinen Film im Kino, im Kopf, im Kino auch nicht, aber auch nicht im Kopf. Was ich theoretisch schon bei Fantasy sehr häufig habe, dass die Fantasie direkt losgeht und ich das eigentlich von so einer kreativen Welt dann auch erwartet habe. Ich weiß, dass ein paar, die das Buch dann auch beendet haben, das wirklich gut fanden, dass sie zum Teil auch direkt zum zweiten Band greifen wollen. Bei mir war es irgendwie nach knapp 170 Seiten vorbei. Also, nee, ich habe es glaube ich schon raus. Für mich war es leider nichts. Tut mir auch wirklich sehr leid. Ich hätte sehr gerne diese Trilogie geliebt und sie noch in den Highlight-Adventskalender gepackt, aber leider, leider nicht. Dann kommen wir zu einem Sachbuch, nämlich Dare mit Charme von Julia Enders. Das habe ich letztes Jahr erwichtelt im Freundeskreis und ich hatte jetzt auch einfach Lust auf ein Sachbuch und man hört ja sehr viel Positives über das Buch. Das wird ja schon recht gehypt. Ich habe da also sehr, sehr viel schon von gehört und hatte jetzt einfach Lust darauf, ein bisschen mehr über meinen Darm zu erfahren. Spannendes Thema, definitiv. In sehr vielen kleineren Kapiteln befasst sich die Autorin, die auch Ärztin ist, mit unserem Darm. Wir erfahren etwas zum Aufbau und auch den grundlegenden Funktionen, die mir tatsächlich alle gar nicht so klar waren, wie man ja denkt, dass man über seinen Körper Bescheid weiß. Es geht hier auch viel um Allergien, Unverträglichkeiten, um das Nervensystem, wie das zusammenspielt. Wir bekommen auch Informationen zu typischen Krankheiten, wie zum Beispiel Erbrechen oder auch Verstopfungen, wo das herkommt, wie das im Körper dann noch abläuft, fand ich auch sehr interessant. Und auch der Aufbau unseres Ökosystems wird erklärt. Und auch, wie man diesen immer wieder aufbauen kann, wie man ihn unterstützen kann, was man vielleicht gerade nach Antibiotika-Einnahme tun sollte. Und das sind sehr viele Informationen. Es ist ein Sachbuch, da kann man natürlich recht wenig so zum Inhalt wirklich sagen. Ich muss sagen, ich fand es gut, aber ich kann den Hype nicht verstehen. Also, ich habe hier irgendwie Humorvolles erwartet, viele Dinge zum Schmunzeln. Ich weiß auch nicht. Ich habe, glaube ich, eine ganz andere Vorstellung von diesem Buch gehabt, als ich es dann doch, wie es war, gelesen habe. Ich finde das Thema spannend, ich fand auch das Buch spannend, ich fand es gut recherchiert, es ist locker und leicht erzählt, das schafft die Autorin definitiv. Es ist aber auch sehr häufig ein bisschen verschachtelt und tatsächlich auch oftmals wiederholend, wo ich dachte, hä, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen, hatten wir da nicht schon mal eine Andeutung? Also da sind mir so ein paar Wiederholungen aufgefallen. Viele Begriffe aus der Medizin, die verwendet werden, werden nicht immer erklärt. Das fand ich ein bisschen schade, weil natürlich ist das Handy nah und man kann auch einfach mal schnell was bei Ecosia suchen, aber man möchte das ja nicht irgendwie auf jeder dritten Seite tun. Das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich mir gewünscht, dass sie die Begriffe einfach kurz knackig irgendwie nochmal erzählt, erklärt und es eben unnötig macht, dass man eben irgendwie nochmal zu seinem Smartphone greift. An vielen Stellen ist es tatsächlich schon unterhaltsam, mit auch durchaus witzigen Pointen und Geschichten, was eben mich auch mal zum Schmunzeln gebracht hat. Erwartet man vielleicht bei dem Thema nicht. Ich hatte aber tatsächlich mehr erwartet, weil dieses Buch mir eben genau als dieses so ein bisschen
verkauft wurde oder ich das Gefühl hatte, dass es eben viele Leute sehr, sehr unterhalten hat. Ja, mir wurde an mancher Stelle tatsächlich auch zu sehr drumherum geredet und so Tipps, die ich wichtig und gut fand, die waren eher so sporadisch vertreten. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade. Ich hätte mir hier ein bisschen mehr gewünscht, was man eben für seinen Körper, für seinen Darm und die Gesundheit ähnlichem tun kann. Es ist schon ein trockenes Thema, das muss man ganz klar sagen, was anschaulich erklärt wurde. Aber ich hatte irgendwie, ja, das liegt natürlich an mir selbst, ich hatte irgendwie mehr erwartet. Also was ich an Rezensionen gehört habe, gelesen habe, da war das ja wirklich ein gehyptes Buch, was alle toll fanden, unterhaltsam, lustig. Endlich greift jemand dieses Thema mal ja, mit ganz viel Humor an. Das hat mir schon so ein bisschen gefehlt. Was ich ganz gut fand, waren auch die Illustrationen, die, glaube ich, von ihrer Mama sind, wenn ich das richtig gelesen hatte. Mit dem... Ich weiß jetzt gar nicht, oder ist das die Schwester? Ah, das könnte auch die Schwester sein. Ich glaube, es ist die Schwester, die auch diese kleinen Illustrationen sozusagen mit hinzugefügt hat. Die finde ich tatsächlich ganz niedlich, anschaulich und haben das eben wirklich sehr locker rübergebracht. Also es ist einfach ein trockenes Thema, was anschaulich erklärt wird, was auch unterhaltsam ist. Man nimmt ein bisschen was mit. Ich glaube, man hätte sich vielleicht 50, 60 Seiten sparen können, wenn man Wiederholungen rausgenommen hätte, vielleicht ein bisschen, wobei dann hätte man vielleicht die Erklärungen zu den Fachbegriffen mit aufnehmen können, aber ja, es war okay, ich habe es gerne gelesen, ist aber für mich kein Highlight oder ein Buch, was ich rereaden würde, eher eins, was jetzt einfach dann auch wieder weiter wandert und jemand anders dann auch ja, beglücken kann. Dann kommen wir zu den Hörbüchern der Woche und ich habe zu Harry Potter und der Halbblutprinz gegriffen. Von J.K. Rowling ist der 6. Teil der Reihe, das heißt, es fehlt jetzt noch ein Band. Der wird auf jeden Fall im Dezember auch noch gehört und ich möchte dann auch die Filme zum 6. und zum 7. mir auf jeden Fall noch in diesem Jahr angucken. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ja, mittlerweile gibt es die ja, glaube ich, auch auf Prime, wenn ich mich recht erinnere, das irgendwie gesehen zu haben. Also wer vielleicht nicht die DVDs zu Hause hat, der kann da jetzt auf Prime auch jetzt die Harry Potter Filme gucken. Ja, ich glaube zu Harry Potter und insbesondere zum 6. Teil, also ich finde, es ist natürlich immer schwierig, was zu erzählen von der Handlung. Man spoilert natürlich am Ende irgendwie die ganze Geschichte und ich habe mitbekommen, dass man Harry Potter tatsächlich noch spoilern kann. Und ich habe jetzt zu dem Buch gegriffen, weil ich ja in der letzten Woche doch keine so angenehme Bücherwoche hatte und am Samstag dann einfach die Lust verspürte. Los, jetzt liest du oder hörst du Harry Potter. Leider gibt es ja ab Band 5 noch keine illustrierten Bände. Hier oben liegen Band 1 bis 4. Ich hoffe jetzt, dass vielleicht nächstes Jahr der 5. Band herauskommt. Jetzt gibt es ja auch die sehr coole Mina Lima Ausgabe, die ich auch richtig toll finde. Ich frage mich nur, wie viele Varianten eines Buches wären vielleicht zu viel. Dann gucke ich so in dieses Regal und denke, ja, da steht auch dreimal Herr der Ringe. Ja, da würde vielleicht auch demnächst so eine andere Variante stehen. Ah, das ist immer nicht so einfach. Ja, die Hörbücher, die ich höre, werden gesprochen von Rufus Beck. Ich mag das wirklich sehr, sehr, wie er die Charaktere einspricht, wie er Atmosphäre schafft. Ich finde ihn manchmal sehr drüber. Das habe ich jetzt auch schon von den einen oder anderen gehört, dass sie mit seiner Stimme nicht so viel anfangen können. Es gibt ja, glaube ich, noch einen zweiten Sprecher, der die Geschichte wirklich eher vorliest, als so vorträgt, beziehungsweise in ein Hörspiel so ein bisschen verwandelt. Rufus Beck ist da schon ja, ein ganz besonderer Sprecher, aber ich könnte mir vorstellen, wenn einem das nicht gefällt, greift man vielleicht einfach zur zweiten Variante. Ich mag es sehr gerne. Es gibt schon so zwei, drei Stimmen, wo ich mich immer frage, warum ist Arthur Weasley auf einmal irgendwie nordisch angehaucht? Das ist was, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Aber ja, es ist natürlich schon so, dass man mit den Stimmen dann eben auch einfach ein Bild verbindet. Und ja, aber bei mir, wenn ich Harry Potter lese, hat Arthur Weasley keinen nordischen Akzent oder Dialekt. Für mich ist auch Severus Snape kein Franzose. Also, es klingt immer sehr französisch. Aber ja, ich habe keinen direkten Favoriten. Also ich mag alle 7 Bände so wie sie sind, jeden für sich. Ich mag auch den Halbblutprinzen super, super gerne, weil er düsterer wird, weil es spannender wird, weil es Entscheidungen jetzt eben auch gibt, die getroffen werden müssen und auch getroffen werden. Es gibt kein so richtiges Happy End. Das erahnt man hier schon, dass es jetzt wirklich zu diesem finalen Kampf dann in Buch 7 kommt. Es hat eben auch Veränderungen, die eben zur weiteren Storyline sehr, sehr, sehr beitragen. Und ich glaube, dass es J.K. Rowling sich hier nicht sehr einfach gemacht hat. Was mir immer wieder bei diesem Band auffällt, ist die Frage, warum der Halbblutprinz, also der dahinter steckt,
Das Buch, um das sich jetzt hier so viel handelt, warum er das im Regal hat liegen lassen. Es ist ja so, dass zu Beginn der Schule Harry ein Buch findet beim Thema Zaubertränke und das gehört dem Halbblutprinzen. Und da hat er ja lauter Sachen dazu geschrieben zu diesen Zaubertränken, Tipps und Kniffe und Ideen und Zaubersprüche. Und ich verstehe nicht, wenn sich dann herauslöst, wer der Halbblutprinz ist, warum er dieses Buch hat in Hogwarts einfach rumliegen lassen. Das ist für mich so ein Punkt, der wird auch nicht erklärt, wo ich mich immer wieder frage, wie doof kann man eigentlich sein? Spricht nicht gerade für den Charakter, also für den Halbblutprinz. Aber die Auflösung ist natürlich schon toll, auch wie sie hergeleitet wird und Ähnlichem. Also ich mag das Buch unglaublich gerne. Also bis auf diesen Logikfehler, was ich einfach nicht verstehe, finde ich das schon richtig, richtig toll. Und auch wie wir in die Vergangenheit von du weißt schon wem so ein bisschen einfließen. Ja, ein toller Band, hat mir Spaß gemacht, habe ich sehr gerne in dieser Woche gehört, hat mich gut unterhalten. Und auch das nächste Hörbuch hat mich sehr, sehr gut unterhalten, nämlich Rule of Wolves von Leigh Bardugo. Ist der zweite Band der Nikolai-Dilogie. Ich vermute mal, dass wir sie so nennen können. Wir haben sehr, sehr lange auf den zweiten Band gewartet, denn das zweite Buch ist, glaube ich, schon vor dem Sommer auf jeden Fall noch erschienen. Sprecher ist hier wieder Robert Frank, was auch der Grund war, warum Becky und ich beim ersten Teil zum Hörbuch gegriffen haben, weil wir Robert Frank eben seit Nevernight super, super gern mögen. Und ach, auf Nevernight hätte ich auch direkt wieder Lust. Vielleicht muss ich da auch mal wieder rein. Ja, ich lausche Robert Frank auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und wir haben das jetzt über 2 Wochen eben auch wieder zusammen gehört. Der zweite Band, und das macht es natürlich auch wieder schwierig, geht nahtlos in den ersten Band, aus dem ersten Band weiter, erzählt die Geschichte weiter rund um Nikolai, Zoja, Nina und Genia, die wir zum einen aus der Krischer-Reihe schon kennen, als auch aus der Krähen-Reihe. Ich glaube schon, dass es hilft, wenn man beide Reihen sozusagen kennt. Man weiß, was den Charakteren passiert ist. Man weiß, wie sie ticken, wie es so kommt, wie es kommt. Das ist schwierig, jetzt sowieso im zweiten Band da was zu sagen, aber man versteht auf jeden Fall den ersten Band besser, wenn man die Charaktere aus den vorhergehenden Geschichten kennt. Gerade Nikolai kennen eben viele, die die Krischer-Reihe gelesen haben, war dort einer meiner liebsten Charaktere. Becky und ich hatten uns ja sehr gefreut auf diese Nikolai-Dilogie und waren ja vom ersten Band wirklich sehr enttäuscht. Er war langweilig, langatmig, man hat mit den Charakteren ja gar nicht mehr so mitfiebern können. Es war irgendwie öde, wie man auch diese Charaktere gezeichnet hat und ach, wir haben schon echt gedacht, oh, ich glaube, wenn es sich nicht um Nikolai gedreht hätte, beziehungsweise noch Nina dazu kam, die man aus den Krähen kennt, oder auch Zoja und Genia, wenn es nur um Nikolai gegangen wäre und man hätte den seinen Erzählstrang irgendwie gehabt, ich glaube, wir hätten das Buch auch abgebrochen. Ja, so haben wir aber irgendwann gehört, ich glaube, es war die liebe Ruth, die geschwärmt hat und gesagt hat, der zweite Band ist bombastisch und großartig und lest unbedingt weiter, das hat sie in einem Video gesagt. Und dann haben wir gesagt, naja, dann bleiben wir halt dran. Aber wir haben uns, und das muss man echt sagen, durch den ersten Band definitiv gequält. Hier geht es nun weiter und man hat das Gefühl, es ist eine ganz andere Autorin dahinter. Also ich weiß nicht, was mit Leigh Bardugo bei Band 1 los war, warum sie ihn besonders langweilig gestaltet hat. Hier ist es spannend von den ersten Minuten an. Wir haben wieder verschiedene Perspektiven, das muss man definitiv mögen. Man springt sehr zwischen diesen Perspektiven hin und her, man ist immer mal anderorts. Was ich aber großartig fand, das mochte ich auch bei den Krähen schon sehr. Und ich finde es eben schön, dass wir so einen Rundumblick über diese Welt dadurch bekommen. Wir haben ja schon im ersten Teil mitbekommen, dass sich Nikolai sehr verändert hat, dass er auf der Suche nach seiner Zarin ist, nach einer Braut, oder die er dann eben auch zur Zarin machen kann. Eigentlich wissen wir ja, für wen sein Herz schlägt. Das ist eben auch eine sehr zarte Liebesgeschichte, die sich hier in diesen 2 Bänden aufbaut. Und wir wissen auch, dass ihr Herz so ein bisschen für ihn schlägt. Aber das geht nicht, denn wir sind hier mitten in einem Krieg. Es gibt Aufstände und die Krischer werden wieder verfolgt. Und es gibt auch wieder diese Dunkelflur. Und es gibt dann auch Rückkehrer aus den anderen Geschichten, die wir hier wieder treffen. Und ja, auch die Geschichte um Nina, die ja ein sehr tragisches Ende gefunden hat, ihre Liebesgeschichte bei den Krähen. Habe ich jetzt die Krähen gespoilert? Wahrscheinlich. Ja, aber gut, vielleicht denke ich dran, es beim Schnitt. Wenn nicht, tut es mir leid. Auf jeden Fall hat sie ja ein sehr tragisches, eine tragische Rolle in den Krähen gespielt und ihre Geschichte wird hier auch weitererzählt. Und ich muss echt sagen, der zweite Band ist ja Wahnsinn. Ein Highlight, ganz, ganz, ganz anders als Band 1. Der ja wirklich sehr zäh und langweilig war. Es sind hier Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen. Es kommen Rückkehrer aus anderen Geschichten wieder, wo ich sprachlos davor stand, dachte, ah, wie geil ist das denn?
Ich möchte gar nicht verraten, wer irgendwie wiederkommt, aber es hat, also es sind mehrere und das hat mich alles so, so gefreut. Auch Wendungen, was passiert, wie diese Geschichte erzählt wird, wie Liebesgeschichten ganz zart gesponnen werden, nicht vordergründig sind, sondern man immer schon mal so dieses, ja, diese Liebe spürt, dieses Funken, Fliegen, aber eben ganz, ganz zart und das in mehreren Perspektiven aus mehreren Charakteren. Es ist so schön gemacht. Es sind auch Dinge einfach selbstverständlich. Also sei es, dass wir hier ein lesbisches Liebespaar haben, als dann sogar irgendwie, ja, vielleicht möchte ich, das möchte ich nicht verraten. Aber es ist so selbstverständlich. Es wird kein Tohuwabohu drumherum gemacht. Was für ein schwieriges Wort. Es ist einfach da. Es gehört dazu. Es gehört zu den Charakteren. Und das fand ich so toll. Das fand ich besonders für ein Fantasy-Jugendbuch richtig gut gemacht, dass man da eben kein Aufhebens drum gemacht hat oder jeder drüber spekuliert hat und dann darüber gesprochen hat, sondern es war einfach, wie es ist. Und so sollte es tatsächlich auch einfach sein. Zudem ist es ein Wahnsinnsende, was, ich krieg direkt wieder Gänsehaut, wo ich wirklich mitgefiebert habe bis zum Ende, was ich sehr liebe. Leigh Bardugo lässt sich die Tür so ein bisschen offen, ob sie vielleicht in dem Krishaverse weitermacht. Ich persönlich hoffe nicht. Ich möchte hier keine zweite Cassandra Clare, die ständig die alte Welt im Grunde wieder aufwärmt. Das fände ich persönlich tatsächlich sehr langweilig und irgendwann sind diese Geschichten auch mal erzählt, bin ich zumindest der Meinung. Aber es ist ein tolles Ende, mit dem ich sehr leben kann. Es ist für mich wirklich perfekt und es hat dieses ganze Krishaverse für mich in diesem Jahr perfekt auch wirklich beendet. Also angefangen von 3x Krisha, 2x Krähen und jetzt 2x Nikolai-Dilogie, muss ich wirklich sagen, ist das ein wahnsinnig tolles Ende, mit dem ich, wie ich angefangen habe, überhaupt nicht gerechnet habe. Und dass mich diese Reihe so begeistert, dass mich diese Welt so einfängt, dass Leigh Bardugo hier wirklich Magie schafft und eine Welt schafft, die mich wirklich mehr als begeistert und mitreißt, ich hätte es nicht erwartet und bin so froh, dass ich auf Beckys Rat gehört habe und hierin gelesen habe und ich hier wirklich meine große, große Freude hatte. Und gerade auch mit Robert Frank, der jetzt eben diese zwei Teile vertont hat, hat mir großen, großen, großen Spaß gemacht. Ja, so und nun zum letzten Buch der Woche, was dann auch eher eine Kurzgeschichte war, ich glaube knapp 70 Seiten. Es geht um Hexfiles, verhexte Feiertage von Helen Harper. Die Hexfiles waren im letzten Jahr eine Highlight-Trilogie von mir. Wir sind hier ja in einer zauberischen Welt unterwegs. Wir treffen auf Ivy, die eigentlich eine Hexe ist, die aber aus dieser Magie-Gilde geworfen wurde. Doch dann bekommt sie durch den Isipismus, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß, Winter, bekommt sie einen Auftrag, denn es muss etwas gelöst werden und da wird sie benötigt und so kommt sie in diese magische Welt wieder mit hinein. Eigentlich ist sie aber relativ unlustig, was die Magie angeht. Sie will eigentlich nur mit ihrer Katze irgendwie auf der Couch sitzen und Netflix schauen und Ivy ist mir sehr, sehr ans Herz gewachsen und ich fand es so toll, als ich jetzt gesehen habe, dass es jetzt eben einen weihnachtlichen Band gibt. Leider gibt es die Bücher nicht als echtes Buch, sie gibt es nur als E-Book, also auch die Trilogie gibt es nur als E-Book, sonst würde auf jeden Fall ein Band im Regal stellen. Wir haben hier jetzt einen neuen Fall von Ivy und Winter. Es macht also schon Sinn, die Bücher vorher zu kennen, zu wissen, wer sind die beiden, wie stehen die zueinander. Und sie müssen hier einen recht kniffligen Fall lösen, als aber dann doch etwas ganz anderes dazwischen kommt, denn es verschwindet ein Weihnachtsstern und ein ganz besonderes Stück Lachs und dann auch noch ein Schal. Und was das so miteinander zu tun hat und wer hier sein Unwesen treibt, das muss man sozusagen selbst herausfinden. Es war eine süße kleine Geschichte und man kann jetzt auch gar nicht so viel bei 70 Seiten verraten, die für mich einfach ein Wiedersehen mit liebgewonnenen Charaktere bedeutet hat. Sowohl Ivy wie Winter, wie eben auch diese ganze Gilde, dieses Magiewesen, aber auch der Kater Brutus. Ich hatte hier großen Spaß mit dieser kleinen weihnachtlichen Geschichte, die perfekt einfach zum ersten Advent gepasst hat und ich hatte da einfach große, große Freude mit. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat die Woche auch dann perfekt beendet. Ich habe neben den Büchern in dieser Woche auch zwei Filme geschaut auf Netflix. Und zwar, ja, es mussten jetzt natürlich auch mal Weihnachtsfilme sein. Wann sonst guckt man sich die an? Zum einen habe ich The Holiday Calendar angeguckt.
Der ist mit der Schauspielerin, die die Bonnie in The Vampire Diaries gespielt hat, deswegen ich auf diesen Film aufmerksam wurde. Und unsere Protagonistin bekommt von ihrem Großvater, also sie ist Fotografin, und sie bekommt von ihrem Großvater einen Kalender geschenkt von ihrer Großmutter, und der hat etwas Magisches, wie so ein bisschen auch schon der Titel des Filmes sozusagen verrät. Und man hat natürlich auch so eine zarte Liebesgeschichte und dann, ja, so wie magisch kann man sich kennenlernen, meint es das Schicksal gut mit einem, deutet man diese Zeichen auch richtig, und ja, es ist eine sehr schöne Geschichte gewesen, ich fand sie sehr süß, ich fand sie sehr magisch, sie hat mich sehr gut unterhalten, ich mag die Schauspielerin sehr, sehr gerne, es war auch der männliche Part, den ich super fand, wo man auch so dieses Knistern so richtig schön gespürt hat, also es war eine süße kleine Liebesgeschichte rund um die Weihnachtszeit mit einer sehr leidenschaftlichen Protagonistin, die eben für ihre Fotografie brennt, für ihre Familie und dann eben auch für diese Magie und das Schicksal, und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir noch angeguckt A Castle for Christmas. Auch hier bin ich darauf aufmerksam geworden, weil Brooke Shields mitspielt, die man auf jeden Fall vielleicht kennen könnte von durch die Serie Susan, hat sie, glaube ich, auch mitgespielt, oder auch Die Blaue Lagune, das war irgendwann in den 80ern. Und da gab es ja auch ganz viele Gerüchte damals um ihre Jugend und um ihre Jungfräulichkeit, das kann man alles mal ergoogeln, das ist super spannend oder eben auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich sie auch auf dem Bild gesehen gehabt und dachte, ha, sehr spannend. Wir haben hier eine Bestseller-Autorin, die irgendwie ihren Charakter, den Lieblingscharakter der Fans, der Leser irgendwie umbringt, also in ihrem Buch. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da haben es alle Leser von Das Lied von Eis und Feuer ganz schön schwer gehabt. Wo mussten wir hier überall durch? Und sie bekommt eben einen Shitstorm ab und reist dann, ich glaube, Richtung Schottland. Wenn es nicht Irland war, auf jeden Fall in diese Richtung, aus den USA, weil sie da in der Vergangenheit von ihrem Vater ein bisschen recherchieren möchte, und sie trifft dann eben auf dieses Schloss, wo ihr Vater eben früher auch irgendwie unterwegs war. Es müsste, glaube ich, schon Schottland gewesen sein, die tragen dann auch Kilt. Ja, es war definitiv Schottland. Und natürlich spinnt sich da mit dem jetzigen Schlossbesitzer auch eine Liebesgeschichte an, und dann gibt es natürlich Probleme und Komplikationen, dann ist aber Weihnachten und ach ja. Also es war ganz unterhaltsam, ich fand es auch ganz schön, habe es auch gerne so nebenbei einfach mal mit angeguckt. Ja, war jetzt nichts, wo ich jährlich zugreifen würde, da war definitiv The Holiday Calendar eine Spur magischer, süßer, weihnachtlicher, aber ich mochte A Castle for Christmas auch sehr. Das Problem bei Netflix, wenn man mal zwei Weihnachtsfilme anguckt, ist, dass dann einem ständig alle Weihnachtsfilme gezeigt werden. Ich habe noch so zwei, drei auf der Watchliste sozusagen. Ich habe aber auch so meine Klassikerfilme, die ich jedes Jahr Weihnachten anschaue, angefangen von Verrückte Weihnachten, Jede Frau braucht einen Engel mit Gary Grant, so ein geiler Film. Und auch Ist das Leben nicht schön? Mal gucken, ob ich das dieses Jahr so in meiner Gemütsverfassung irgendwie hinbekomme, mir den anzuschauen. Aber das wären so meine drei absoluten Weihnachtsfilme. Die Eiskönigin gehört definitiv mittlerweile auch dazu, weil das einfach so, ach, das ist einfach so schön. Ja, aber mal sehen. Also die drei werden auf jeden Fall noch angeguckt. Ich habe, wie gesagt, auch noch zwei, drei auf der Watchliste auf Netflix. Mal gucken, was da in den nächsten Wochen sich noch so ein bisschen angeschaut wird. Ja, das war sie soweit, meine Bücherwoche. Jetzt ist tatsächlich schon der zweite Advent vor der Tür. Wir sind mitten im Dezember angekommen. Ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig, und ich hoffe, es geht mit dem Lesen in diesem Flow auch die nächsten Wochen noch so weiter. Ich habe noch 3-4 Türchen offen für den Adventskalender, wo ich mir explizit so für den November, Dezember auch noch so Highlights erhoffe. Ich muss jetzt sehr gezielt in mein Bücherregal greifen, aber ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall noch füllen lässt. Wenn nicht, gibt es auch noch andere Highlights, und die man dann eben noch mit reinschiebt. Aber man will sich ja die Tür zum Ende des Jahres nicht ganz verschließen. Weil es wäre ja blöd, wenn jetzt alle 24 Türchen schon verbaut werden, dann kommt aber das Highlight und dann muss man sich entscheiden. Ja, wobei ich ja bei manchen Türen, das habt ihr vielleicht schon gesehen, durchaus auch einfach einen Autor genommen habe und 2-3 Bücher dann zeige. Ja. Ja, aber ich möchte ja meinen Adventskalender nicht spoilern. Schaut da jeden Tag um 7 gerne vorbei. So, das war's jetzt zu meiner Bücherwoche, die ja alles in allem gar nicht so verkehrt war. Mit einem Abbruch, einem Okay-Buch und dann aber 3 ja, kleinen Highlights, die auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht haben. Und das sieht diese Woche auf jeden Fall besser aus
als die letzte Bücherwoche. Ich bin sehr gespannt, was ihr im November gelesen habt, was da vielleicht ein Highlight von euch war oder ob ihr überhaupt schon einen Überblick vielleicht habt übers Jahr, was so eure Highlights waren. Lasst uns da gerne in den Kommentaren austauschen. Ich wünsche euch morgen einen wunderbaren zweiten Advent. Lasst es euch da auf jeden Fall ganz besonders gut gehen. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Adventswochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.